Wenn Sie Ihr Aktiendepot anschauen, dann ist eines wichtig, dass Sie da eine Struktur erkennen, ein System. Und dass es nicht entstanden ist aus Zufällen. Vor 3 Jahren fanden Sie diese Aktie spannend, dann haben Sie diesen Tipp bekommen, dann haben Sie hier ein bisschen was gekauft, beim anderen haben Sie zugekauft. Die eine Aktie ist im Wert enorm gestiegen, eine andere abgeschmolzen im Wert. Und so ist dann irgendwie so ein Mosaik entstanden, was aber nicht von Ihnen bewusst so gestaltet worden ist. Das ist nicht gut. Besser ist es, dass Sie eine Systematik anlegen und sagen, okay, wenn ich 20 Aktien habe, dann ist es am besten, wenn die alle gleichgewichtet sind. Also 20 Aktien, a 5% vom Ganzen sind 100%. Das ist sehr viel besser, als dass Sie große Gewichtungen geben. Denn entweder sind Sie von einer Aktie überzeugt, dann ist es gut, dass Sie investiert sind, oder Sie sind aber nicht so überzeugt, dann ist es besser, Sie sind erst gar nicht investiert. Und es lohnt sich dann auch nicht, mit kleineren Beträgen diese Aktie mitzuschleppen. Und eines ist besonders gefährlich, das sogenannte Klumpenrisiko. Indem Sie sich in eine bestimmte Aktie verlieben, total überzeugt sind, Sie meinen, Sie haben Insider-Informationen und wissen alles, und das halbe Depot, 60% vom Depot oder 70%, ist alles in dieser einen Aktie. Das ist sehr, sehr gefährlich und wird als Klumpenrisiko bezeichnet. Warum ist das so sehr gefährlich? Das hat nichts mit mangelndem Mut zu tun oder wenig unternehmerischem Denken, ganz im Gegenteil. Es ist einfach so, dass über den Zeitablauf verschieben sich die Bedeutungen von Branchen. Vor einigen Jahren war es das Sicherste, was man machen konnte, in die großen Energieversorger zu investieren. Die haben schöne Dividenden gezahlt. Und dann kam eine Wende in der Energiepolitik und schon sah das Bild ganz anders aus. Und wenn Sie da ein Klumpenrisiko mit Energieaktien hatten, dann sieht das heute für Sie gar nicht schön aus. Es gab eine Zeit vor langen, langen Jahren, da waren die Straßenbahnen, waren die Innovation schlechthin. Und es hat Stiftungen gegeben, es hat Testamente gegeben. Da wurde vorgegeben, dass die Depots mit einem Schwergewicht in dieser herrlichen Innovation zu investieren haben, nämlich Straßenbahnaktien. Sie können sich vorstellen, wie so ein Depot heute aussieht. Das ist auf Null. Und so über Zeitablauf verschieben sich immer wieder Dinge, die man im Vorhinein gar nicht erkennen kann. Und solange Sie da kein Klumpenrisiko haben, ist das auch nicht schlimm. Dann können Sie reagieren und wenn etwas passiert, sind die Verluste klein. Mit einem Klumpenrisiko dagegen nicht. Das ist etwas, worauf ich bei der Depotanalyse immer achten würde.